nee, also weißer Rauch, ja, aber es fließen auch Blut und Tränen. Ne? Sehr das gut. Ist schon. Heute seid ihr gefragt und dafür habe ich wirklich hochrangige Gäste hier, zwei Juroren des Inno-Spiels und wir machen mal was ganz Neues. Ich habe es euch gesagt, auf dem Kanal nehmen wir euch mit in den Prozess, gucken hinter die Kulissen und heute ist eure Meinung gefragt, welche Inno-Spiele, also innovativen Spieleideen, habt ihr noch auf dem Zettel? Und da gehen wir heute in eine ganz, ganz spannende Diskussion und deshalb gebe ich das Wort an euch. Stellt euch doch mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin Jürgen von spielbar.com. Die Seite mache ich seit dem Jahr 2000. Seit ein paar Jahren ist das ein oder andere Podcast-Angebot dazugekommen. Und seit 2 Jahren darf ich jetzt eben auch in der Jury für den Preis Inno-Spiel mitwirken. Ja, hallo, ich bin Christoph und mache die Brettspielbox noch nicht ganz so lange wie der Jürgen, aber immerhin seit 2014 am Start. Im Wesentlichen als Blog, mittlerweile auch als YouTube-Kanal und gemeinsam mit dem Jürgen kennt man uns vielleicht auch von der Brettspielbar, wo wir über den Podcast uns über verschiedenste Spielthemen und News austauschen. In der Jury bin ich seit 2017, also Gründungsmitglied, denn der Inno-Spiel ist seit 2017 am Start. Verliehen wird das Inno-Spiel traditionell auf der Spiel und wir haben jetzt im Vorfeld Gespräche geführt und da haben wir festgestellt, lasst uns doch mal was ganz Neues machen und lasst uns die Community mal mitnehmen und wirklich fragen, ob die noch Ideen haben und deshalb finde ich, ist das ein höchst spannender Talk heute und um alle wirklich auch ins Thema abzuholen, weil das Spiel des Jahres ist wahrscheinlich so ein Begriff, was allen groß bekannt sind, Inno-Spiel des Jahres soll das aber auch sein und da ist der Titel praktisch auch schon Programm und zwar geht es um eine besonders innovative Spielidee und vielleicht könnt ihr uns da mal einen Rückblick geben, was denn so seit 2017 bis jetzt grob passiert ist, damit man einordnen kann, wonach wir jetzt gleich fragen werden? Ja, vielleicht starte ich mal. Wir kamen aus der Jury Essener Feder und nachdem damals die Anleitungen alle relativ gut waren, haben wir diese Essener Feder nicht mehr verliehen, haben gesagt, wir müssen mal irgendwas Neues, Innovatives machen. Und es gab halt außer dem Spiel des Jahres und natürlich dem Deutschen Spielepreis als großen Community-Preis noch nichts in Richtung Innovation und haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, lasst uns doch mal irgendwie gucken, was gibt es an innovativen Themen, die wir auch im Bereich des Brettspiels auszeichnen können. Ja, und so sind wir dann 2017 an den Start gegangen und haben dann den ersten Inno-Spiel 2017 auch verliehen, damals an das Spiel Magic Maze, wo es der erste Preisträger war. Ich scroll mal runter. Und da gucken wir uns 2017 an, Magic Maze. Und darauf ist ja gefolgt dann eben Cool Runnings, Ab durch die Mauer, Root, auch ein sehr beliebtes Spiel in der Szene, und dann eben Ghost Adventure. Und das, was ich ja hier schon sehen kann, hier geht es wirklich darum, dass ja mal was wirklich Spezielles oder was Neues eben prämiert wird. War das auch tatsächlich der ursprüngliche Gedanke, nicht zu sagen, die Hardcore-Spieler müssen glücklich damit sein, sondern es muss auch mal was wirklich Neues für den Markt und die Szene sein? Ja, der Grundgedanke steckt ja im Namen drin, Inno-Spiel. Es soll irgendwo im Kern etwas Innovatives an dem Spiel dran sein, in dem Spiel drinstecken. Und das kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Ne? Und das ist auch manchmal von einem einfachen Familienspiel, wie wir das bei Ab durch die Mauer hatten, bis hin zu einem Kenner, bis hin zu Expertenspiel wie Root manchmal gegeben. Das ist mal mit einem Spiel, wo Geschicklichkeit mit drin ist, mal hängt die Innovation vielleicht an dem Material, was verwendet wird, wie Eiswürfel, die während des Spiels schmelzen, die man mit Salz bestreuen darf und ähnliche Dinge. Also innovativ bedeutet, da kann was Innovatives in dem Spiel drinstecken, da kann was Innovatives in dem Material drinstecken, da kann etwas Innovatives zwischen den Mitspielenden passieren. Alles das sind Aspekte von Innovation. Also wenn man das akademisch ausdrücken wollte, da sind quasi Prozessinnovationen, Produktinnovationen, alles ist da irgendwie mit drin. Und irgendwo, wo was Neues ist, das sind immer Sachen, wo wir dann ganz gebannt drauf schauen. Und das sind Spiele, die wir uns dann ganz genau anschauen. Wobei man vielleicht noch ergänzen muss, also es geht uns natürlich auch darum, dass das Spiel halt spielbar ist. Ne? Also wir wollen natürlich auch nicht irgendwas auszeichnen. Also wir haben auch Spiele genommen,
die tatsächlich auch von der Spielqualität her noch was ausgezeichnet haben. Also es sollte dann nicht der letzte Ramsch sein, nur weil es irgendwie innovativ ist. Genau, der letzte Ramsch, das wäre doch auch noch ein guter Titel für eine Prämierung. Aber was ich ganz, ganz spannend finde, ich komme ja tatsächlich aus der Community-Ecke, also auch nur der Konsument. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was denn zum Beispiel auf der Nominierungsliste im letzten Jahr stand, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, wollen wir ja heute von der Community nicht nur coole Ideen haben, sondern auch eine kleine Begründung in den Kommentaren dazu, warum ist dieses Spiel denn so innovativ? Und ich glaube, um das besser verstehen zu können, wie ihr eben auch zu der Prämierung gekommen seid, macht es Sinn, wenn wir uns mal angucken, was denn eben die Nominierungen im letzten Jahr waren. Und wenn ich da jetzt drauf gucke, bin ich natürlich aus der Szene ja schon mehrfach eben ganz klar über Mikro-Makro gestolpert. Da ist ja viel drüber geredet worden. Der perfekte Moment, auch groß diskutiert und dann eben auch der Gewinner des Jahres, Ghost Adventures. Was waren da so die Kriterien? Wie haben es die drei aufs Treppchen geschafft und dann eben auch zum Ghost Adventure-Gewinner? Also wichtig ist, dass das Spiel in Deutschland erschienen ist, dass ein deutscher Vertrieb da ist. Also das ist erstmal das A und O und dass es halt auch aus dem aktuellen Kalenderjahr herauskommt. Ne? Also so wie die Jury Spiel des Jahres auch denkt. Also das ist, glaube ich, erstmal so die Grundrahmenbedingungen, die da sind. Und wenn wir jetzt auf Mikro-Makro gucken, da war es natürlich das Thema Wimmelbild und das gemeinsame Erleben halt dieses Kriminalfalls. Was uns da besonders halt aufgefallen ist, was für uns irgendwo was Neuartiges war, was es bisher an der Stelle noch nicht gab. Der perfekte Moment war sicherlich, ich sag mal, dieses Festhalten in einem Bild dann und darauf hinzuarbeiten mit versteckten Elementen, plus dann nochmal der Auswertungsmechanismus, den ich immer so ein bisschen vergleiche mit dem Grand Prix der Eurovision, wo so nach und nach dann erst herauskommt, wer denn vorne liegt. Und es findet dann halt so ein Wettrennen im Rahmen dieser Auswertung statt. Und Ghost Adventures war halt vor allen Dingen das Thema des Kreisels. Klar, haben wir auch schon mal erlebt, aber hier eben halt mit drehbaren Spielbrettern, kooperativ, wo wir uns gegenseitig dann eben halt unterstützen. Und das war am Ende dann halt auch der ausschlaggebende Grund, eben den Siegertitel so zu küren. Und ihr habt bestimmt schon ganz viele heiße Eisen aus diesem Jahr im Köcher. Aber ich glaube, da geben wir noch keinen Einblick drauf, oder? Ja, wir haben jetzt Ende März, also immer so gegen Mitte des Jahres, ist dann die große Jury-Tagung, wo wir uns zusammensetzen und letztlich dann auch die Nominierten bestimmen. Im Anschluss daran wird dann auch der Siegertitel gekürt. Natürlich guckt man das ganze Jahr über rein. Wir tauschen uns innerhalb der Jury regelmäßig aus. Da gibt es ja ausreichend viele auch softwarebasierte Tools, worüber man sich austauschen kann. Immer wenn irgendwer aus der Jury, und es sind ja jetzt nicht nur Christoph und ich, sondern die Jury ist ja nochmal deutlich größer, immer wenn irgendwer über irgendein spannendes Spiel stolpert, dann wird eine kleine Kurznachricht gepostet in quasi da unser Tool, was wir da benutzen, nach dem Motto, ey, ich habe hier das und das kennengelernt, ich habe das und das gesehen, da scheint mir ein spannender neuer Kniff drin zu sein, den wir so noch nicht gesehen haben oder den unsere Spielegruppe sehr innovativ und neuartig fand. Schaut euch das auch mal an. Und dann bemühen sich alle darum, möglichst schnell dann diese Spiele auch entsprechend kennenzulernen. Und dann tauscht man sich darüber aus, sammelt so erste Gedanken. Und so gegen Mitte des Jahres rottet man sich dann so langsam zusammen und bildet so seine Top 6 bis Top 10 vielleicht, weil das ist so eine Menge, die kann man an so einem Jury-Nachmittag noch ganz gut diskutieren. Und sammelt dann Argumente, die für ein Spiel sprechen. Vielleicht findet man auch mal Argumente, die gegen ein Spiel sprechen, wo dann die Innovation vielleicht doch nicht so ausgeprägt ist. Und dann wird kräftig diskutiert. Wir schauen die Spiele an, die wir kennenlernen. Ja, dafür gibt es Messen, wo man Termine mit Verlagen machen kann. Es gibt die Newsletter der Verlage, die man abonnieren kann. Pressetermine, die wir dann auch wahrnehmen dürfen. Da kriegt man schon sehr, sehr viel mit vom Markt. Bedeutet aber tatsächlich nicht, dass wir alles sehen, was es am Markt gibt.
Und da ist es natürlich total spannend, von der Community vielleicht auch mal so einen kleinen Input zu bekommen und zu hören, so Mensch, ach, da gibt es da hinten in der Ecke, in der einen Nische, da gibt es noch ein Spiel, das haben wir vielleicht nicht im Blick gehabt, obwohl wir sehr breit aufgestellt sind in der Jury und sehr viele verschiedene Spielgeschmäcker auch in der Jury vertreten sind, muss es eben nicht bedeuten, dass wir alles entdecken. Und da war die Idee eben in diesem Jahr auch wirklich mal zu sagen, wir öffnen das hier über den YouTube-Kanal, also fleißig Kommentare abgeben und uns vielleicht auch noch auf Spiele hinweisen, die wir noch nicht im Blick haben. Wie gesagt, wir sind natürlich schon mitten in der Arbeit. Das ein oder andere haben wir natürlich schon in der engeren Auswahl, weitere Spiele, die wir auch noch betrachten. Jetzt ist gerade Frühjahr, ne, wir nehmen Ende März 2022 auf. Viele Spiele, die zu den Frühjahrsneuheiten zählen, die kommen jetzt in den nächsten Wochen dann auf den Markt. Und da sind wir auch noch auf das ein oder andere Spiel gespannt, was man jetzt vielleicht in der Presseveranstaltung schon mal gesehen hat, wo man aber so eine Idee hat, so Mensch, das könnte was sein. Da ist was Innovatives dran, da sollten wir vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Und grundsätzlich gilt ja, je mehr Auswahl man dort findet, desto werthaltiger ist nachher natürlich dann auch so eine Preisverleihung an einen Siegertitel, wo dann die Jury denkt, so das ist das Innovativste des Jahres. Mhm. So, Freunde, das ist doch ein steiles Ding, oder? Jetzt, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, haut es jetzt mal in die Kommentare, lasst die Tasten glühen und sagt wirklich mal, wenn ihr schon einen innovativen Titel auf der Liste habt, dann setzt den hier drunter. Wenn ihr im Laufe der nächsten Wochen eben auch noch Titel findet, schreibt das auch noch hier drunter. Denn das ist jetzt eure Chance, sich wirklich damit mal zu beteiligen, bevor die Jury, ich stelle mir das ja so ein bisschen vor, dass ihr euch wie so die Geschworenen in den Raum zurückzieht. Jeder hat so seine Meinung, seinen Favoriten und erst wenn alle einig sind, dann steigt praktisch weißer Rauch auf und ihr kommt raus und könnt einen küren. Läuft das so ab oder ist das gesitteter? Ja, nee, also weißer Rauch, ja, aber es fließen auch Blut und Tränen. Ne? Sehr das gut. Ist, schon. Wir haben aber auch schon in den letzten Sitzungen noch gespielt. Also auch das gab es, dass wir dann eben halt noch Überzeugungsarbeit für den einen oder anderen Titel hatten und haben dann tatsächlich auch noch innovative Elemente dort nochmal herausgestellt und herausgearbeitet. Und was auch das Schöne an unserer Jury ist, wir haben auch ein paar alte Hasen drin, also das ist auch sehr, sehr toll, die halt dementsprechend einen breiten Wissensfundus haben. Und wenn unser eins dann sagt, also ich würde mich noch als den jüngeren Spieler da bezeichnen, obwohl ich auch noch nicht mehr der Jüngste bin, aber wenn ich jetzt einen Spielhorizont von 20 Jahren überblicke, können die dann teilweise auch 40 Jahre überblicken und sagen, da gab es schon mal was, da müsst ihr bitte das und das nochmal gucken. Also damit wir also das Innovative tatsächlich auch oder das Neuartige wirklich auch hervorheben können. Sehr, sehr cool. Ich finde das eine unfassbar gute Idee. Ich bin sehr gespannt, was alle darunter klatschen. Und da noch die letzte Frage an euch. Gibt es noch was, was ihr den Zuschauern mitgeben wollt? Du hast das vorhin schön formuliert. Haut in die Tasten oder so, hast du gesagt. Also ich bin da sehr gespannt. Bin auch gespannt zu gucken, was die Nutzer hier auf dem YouTube-Kanal als innovativ empfinden und inwiefern sich das deckt mit dem, was ich als innovativ empfinde. Also das wird spannend sein zu sehen. Also ich bin da ganz gespannt, was die Community uns da reinspült. Also was auf jeden Fall noch wichtig ist, war das, was ich eben schon mal angedeutet habe. Also es muss, wie gesagt, in Deutschland erhältlich sein. Also es bringt jetzt nichts, einen innovativen Kickstarter beispielsweise jetzt da reinzuschreiben, der vielleicht gerade auf Englisch erschienen ist. Also das kann der InnoSpiel leider eben halt nicht abbilden. Also es geht um Spiele mit deutscher Sprache in deutschen Vertrieb. Also es muss in Deutschland erhältlich sein und es muss vor allen Dingen halt auch das Kalenderjahr jetzt 21 und 22 betreffen. Also jetzt bitte nicht irgendwelche Titel, die 2017 oder so herausgekommen sind. Das würde uns dann an der Stelle, oder das würde dann eben halt hier nicht funktionieren. Und die Begründung, noch ganz wichtig, setzt die mit in die Kommentare rein. Was seht ihr daran? Was ist da innovativ? Vielleicht kriegt man ja den einen oder anderen auch überzeugt und sagt, stimmt, der Gedanke ist tatsächlich innovativ, weil eigentlich war diese Mechanik schon eingerostet und jetzt haben wir den Rost abgesprengt. Und in dem Sinne, wir informieren euch hier weiter auf dem Kanal, deshalb lasst auch ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Und ich bin ganz gespannt, was da rauskommt und wir freuen uns auf eure Kommentare. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.